It's a me, Mario, zusammen mit Bowser, den wir in der letzten Folge, Hilfe, in unser Team reinbekommen haben, gehen wir nun weiter zu Borstens Schloss, ganz nach oben hinauf. Yay, Speicherpunkt. Genau, da sieht man es auch, wir haben Bowser jetzt. Und der ist bisher unser krassestes Teammitglied. Vorher war es Mallow, nicht Mallow, Gino. Und jetzt ist er es. Okay. Gut, dass ich... Ah, ich wollte schon sagen. Okay, alles klar. Habe ich doch noch gefunden. Habe ich den unsichtbaren Block noch gefunden? Da sind ja Spielzeuge drin. Das ist dieser Famicom-Dude. Samus, Peach und irgendein Auto. Okay, das finde ich ja lustig. Hi, Peachy. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht interagieren oder so. Wir haben aber noch ein paar Orte hier verpasst, das weiß ich noch. Oh, Peach! Mario, mein Retter! Ich war so allein, hatte solche Angst. Aber nun bist du ja hier. Ein Glück. Sorry, Peach, aber... Aber diese Tür, sie lässt sich einfach nicht öffnen. Ich glaube, die geht nur mit dem passenden Zauberwort von Borstu auf. Ach, was sollen wir nur tun? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ach, blöde Stufen, blöde. Oh, verstecken! Da oben ist der Mario. Oh, und jetzt? Borstu, scheint hier hochzukommen. Ich weiß, versteck dich irgendwo. Sicher öffnet er die Tür für uns. Das dachte ich mir auch. Ja, einfach dahinter. Du kannst dich frei hinter den Vorhängen bewegen. Schaffst du es, Borstu und seinen Sniffster-Schergen zu entgehen? Ich werde es versuchen. Wow. Okay. Marsch, das Käferchen ist ja schön und gut, aber was ist mit der Prinzessin? Ach ja, die. Ich kann sie heiraten, oder? Was soll denn dazu, hä? Los, ich will Meinungen! Och, Zeiten sind immer gut. Da gibt es zu feiern. Ah, ui, stimmt. Ist schon lange her, dass hier mal sowas war. Bloß, wie feiert man eigentlich so eine Hochzeit? Also hauptsächlich erstmal mit einer Torte mit Marzipan drauf und Bowlen mit Obst drin und Minze und so und Bowlen mit Marzipan? Torte mit Minze? Klingt zu kompliziert für mich. Das müssen wir erstmal üben. Hep, alle aufstellen! Simulierte Hochzeitsfeier, los! Werte Gemeinde, wir beginnen nun die Zeremonie. Möge das theoretische Brautpaar mit den anderen Brüdern an mich herantreten. Mit dem Peach-Ding da oben. Stopp! Genau jetzt würde sich der Mario reinplatzen und uns die ganze Feier verregnen. Das muss eingeplant werden. Gut, wir brauchen die Mario-Puppe. Such die Mario-Puppe! Da oben ist sie. Mein Gosams, deine Puppe weit und breit. Hi, Leute, seht ihr mich hier? Juhu! Klar ist die hier, ihr Dorflinge. Würdet ihr nicht mal die Risse an euren Masken finden? Jede Wette, das dumme Ding liegt hier hinter einem der Vorhänge dort. Sniffster 1, nachschauen! Hi! Soll ich mal einfach so dahinter stehen? Das wäre wie lustig. Ja, warte mal, ich kann das hier weiterhin. Man sieht mich halt komplett, aber egal. Oh Mann. Wow. Krank. Richtig heftig, das Versteck hier. Kein dummes Ding hier, Boss. Meine Mario-Puppe würde ich nicht einfach verlegen, ihr holen Nüsse. Sniffster 2, los, Hilfe helfen. Zur Zeit findet ihr die Puppe. Wer hat doch gelacht? Oh, das ist jetzt cool. Ja, das ist cooler. Okay. Oh, hab ich fast gefunden. Aber die haben ja Masken auf, die sehen ja gar nichts darunter. Wie Stormtrooper. Hör, erstmal schön küssen, süß. Oh, das war gut. Guter Bait. Mhm. Ja, Leute, das reicht jetzt mal. Hier ist nix. Bombenfreie Zone, Maus. Schwachfug, sage ich. Wir stellen den Laden so lange auf den Kopf, bis das Ding auftaucht. Sniffster 3, mitmachen, los. Ja, das ist jetzt cool. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit zum Verstecken.
So dumm. Stellt euch vor, so suchen die wirklich nach etwas. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist trotzdem lustig. Wow, 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 wow. Das war knapp. Ah, die haben es aber nach und nach geöffnet. Das ist lustig. Das finde ich lustig. Stopp, keine Bewegung! Jetzt mache ich mal mit. Sieht nämlich voll lustig aus, was ihr da tut. Oh nein. Was sehe ich da? Da oben auf der Ablage. Da ist sie ja. Meine Mario-Puppe. Ja, genau. Ich bin die Mario-Puppe. Aber wie kriegen wir die da runter? So hoch kann doch keiner springen. Ach so, ein Dilemma. Männer, was soll ich tun? Boss? Ich weiß nicht weiter. Ich komm da niemals dran. Hier, bitte. Hurra, meine Puppe! Danke fürs Runterholen, edler Held! Das muss belohnt werden. Hier für dich. Boss, du Brosche erhalten. Danke. Möge die dir Glück bringen, wo immer du auch hingehst, guter Fanda. Okay, genug geprobt. Fertig mit der Simulation. Jetzt ist die Hochzeitszeit. Warte, jetzt holen die Peach? Schnell das Zauberwort gesagt, damit die Tür aufgeht. mein Nintendo Switch-Name. Mike Bieser. Ich frag mich, wie das im Original war. Der Sniffel hat's gecheckt, der letzte. Kann ich die mitnehmen? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Aber wir haben eine Brosche erhalten. Ist das so ein Ausrüstungsgegenstand? Ja. Sieht schick aus, riecht aber seltsam. Weiß ich nicht, du. Hat auch nicht so gute Stats, ehrlich gesagt. Aber. Ja, nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Lassen wir erstmal. Aber trotzdem cool. Wo ist sie hin? Kein Schritt weiter. Schön, dass ihr uns Gesellschaft leistet. Jetzt führen wir euch was Tolles vor. Du. Okay, Bosskampf gegen Harlekling und Harlepokus. Sehen zwar stylisch aus, aber die haben nichts Gutes im Schilde. Bam! Okay, Bowser, Furchteinflößer. Oh, drehen! Du, der Baum. Okay. Wow. Aua. Was zum... Oh. Jetzt schlafe ich einfach. Ich kann jetzt wechseln, wenn ich will. Okay, nee, ich bleib mal. Ich bleib tatsächlich mal. Ich kann immer wechseln, steht da. Ich kann immer meinen Charakter wechseln. Das ist cool. Das ist echt cool. Ah, zu spät. Meine Schuld. Oua, das hat weh. Bam. Bam! Ich kann dagegen nichts machen, man schläft einfach ein. Na los, Brüderlein, gehen wir in den Saurus! Juppidu! Oh mein, what? Was haben die denn da? Vielleicht kann ich den oberen angreifen. Meteoritenhagel? Oh no. Komm, aufwachen! Muss ich immer alles erledigen! Der arme Bowser. Kristall? Okay, Mario zumindest diese. Oh, nee, ist er nicht. Wir sterben. Müssen. Mario! Wecken! Das macht dann Bowser. Komm, ich greife jetzt an mit dem Gino-Strahl. Und los! Pschu! Oben springen. Ja, die sind ganz schön zäh! Oh, der ist schon tot. Cool. Ein Fußgeld. Und sein Kumpel? Der wartet nur ab. So, wir haben zwei Muntermacher. Können wir direkt mal einen benutzen hier. Ah, lecker. Lecker Getränke. Dankeschön. Alex Item. Thank you so much for playing my game. Yahoo. Blap, blap. Blap, blap. Blap, wie er immer diesen Mund so aufmacht. Sieht aus wie, wie eine Ente. Mit dem Mund. Oder bin das nicht? So wenig? Echo-Ortung. Was? Alles klar. Mach halt noch mehr Damage, Kumpel. Okay. Keine Späße mehr hier. Keine. Ich mach keine Späßchen.
Ich gehe halt rein. Oh, wirkungslos. Oh no. Das macht gar keinen Damage. Na gut. Eigentlich dumm von mir, dass ich die nicht auswechseln, ne? Müsste ich eigentlich jetzt machen. Na komm, ich mach's jetzt auch mal. Wechseln! Mellow! Ach, sie darf mich direkt angreifen. Das ist nice. That's a pretty epic. Können wir direkt bei den Gedankenleser machen auf ihn? Warum nicht? Haben wir schon mal können. Ist Zeitenwandel ohne Unglück möglich? Gibt Silent Hill wirklich? Das frage ich mich wohl eher. Echo Ortung. Ha. Oh. Bowser ist nachdenklich. Worüber er wohl nachdenkt. Bam, bam, bam. Wow. Wird mich erschrecken oder was soll das? No way, Bro. No way. 10er Combo. Wir haben fast die Leiste voll. Sehr gut. Können wir direkt mal eine neue Attacke uns anschauen. Mit Mario, Bowser und Mallow. Darauf habe ich Lust, das mir anzuschauen. Bam! Jetzt hat er aber nochmal eben seine Einschlafblase einsetzen. So, okay. Ah nee, weil die schlafen sind. Weil die schlafen, kann ich es nicht einsetzen. Oh, schade. Und der ist schon tot. Oh, schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich spring einfach weg. Oh, Blumenset. Nice. Aua. Tat ein bisschen weh, aber keine Zeit, um darüber Gedanken zu machen. Wir müssen schnell weiter. Ich habe ihn hier rennen gesehen. Da ist er. Wie Peter dranhängt. Auf dem Stuhl. Oder? Ich glaube, sie soll auf dem Stuhl hängen, aber sieht nicht so richtig so aus. Bitte, lass mich gehen. Bitte. Ja, bitte, bitte. Hä? Hey, wo ist denn meine Braut ins Spiel? Ich hatte. Ich will auch Verstecken spielen! Igitt, mit dir will ich absolut gar nicht spielen. Achso, sie sagt das. Ich will mit dir absolut gar nicht spielen! Was für eine Spielverderberin! Aber sei es drum, wir müssen jetzt ja noch weiter. Denn wenn wir oben auf den Berg angekommen sind, wartet ein wunderbarer, sahnecremiger Kuchen auf uns. Los jetzt! Nein, ich will dich nicht heiraten! Lass mich bitte gehen! Hi. Hilfe, Mario, bitte hilf mir! Oho, das ist Mario? So war es aber nicht geplant. Mario, du stehst nicht auf unserer Gästeliste. Abgesehen davon müssen wir erstmal alles proben. Ich werde dich gerne schnellstens zur Traustätte bringen, aber du solltest mir nicht in die Quere kommen. Auf geht's! Die Sniffits. Hey, komm auf Bowsers Prügel! Gibt's ein weiteres Minigame zum Aktionsparcours. Kleine Erklärung gefällig? Ja. Du kannst dich beim Laufen nur nach links oder rechts bewegen und hüpfen. Vor- und zurückbewegen sind nicht möglich. Okay. Wenn du einen Sniffster und einen Fass berührst, wirst du ein Stück weit zurückgeworfen. Bonk. Bonk. Springe auf die Fässer oder die Sniffster, um eine Spur nach vorne hinzulegen. Boing. Erreiche und berühre die Prinzessin, um Blumen zu gewinnen. Blumen? Alles klar, super! Achtung, fertig, los! Okay! Boing! Dankeschön! Whee! Dankeschön! Ah, daneben. Ah! Hier, auf den muss ich springen. Bam! Ah, verdammt! Bin nicht so gut in dem Minigame, wie ich sehe. Aber wir üben es noch. Bam. Ja. Gut Job. Ah, schade. Nichts berührt. Nein. Nicht gut. Nein. Ein Rückfall. Nein. Oh nein. Komm schon, wir haben sie doch fast. Das kann doch nicht sein. Ach komm. Da war ein rotes Fass. Was bedeuten die denn? Oh nein. Ich komme auf gar nichts mehr. Doch jetzt. Geht so. Geht so. Alter, das ist... Jetzt ist es auf 100. Von 10 auf 100 gestiegen. So fühlt sich gerade für mich an.
Boing. Nett. Boing. Danke. Kann ich gebrauchen, die Blumen. Gib mir mal ein paar mehr, Peachy. Du hast so viele, scheinbar. Vom Anfang des Spiels, als sie auf dem Blumenbild saß. Aua. Ah, nein. Oh Mann. Oh Mann. Gott. Ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's nicht. Peach. Peach. Du konntest 4 Blumen erbeuten. Congratulations. Okay. Nett. Schätze ich. Cool. Ehelingen. Okay. Hallo. Willkommen in Ehelingen. Hier gibt es nicht nur eine herrliche Traustätte, sondern auch das schönste Hotel, das man sich nur denken kann. Einen wundervollen Aufenthalt wünsche ich euch allen bei uns. Bitte? Ein bossiger Kerl mit perlweißem Zähnchen? Klar habe ich den gesehen. Der ist gleich hier hochgerannt, Richtung Traustätte. Okay, Traustätte ist er also lang. Okay, wir haben einfach neues Gebiet gereicht, dabei sind wir noch gar nicht fertig mit dem mit seinem Turm. Müssen auch gleich noch zurückgehen. Ich bin der beste Fotograf weit und breit. Los auf ein Hochzeitsbild? Ich habe ein paar Typen gesehen, die hatten Kochmützen auf, sind durch die Hintertür in die Trauhalle rein. Komische Sache. Okay. Ah, blaues Schloss hier. Oh, hi. Ich wollte gerade mit der Zeremonie beginnen, aber ein paar Kerle in dunklen Kutten sind reingegangen und haben einfach die Tür zugemacht, so. Raps und Rosi. Hilfe! Du heiratet nur einer, und zwar Mosto. Den Tausend haben wir noch verrammelt. Also versucht gar nicht, euch einzuschleichen. Das ist natürlich blöd. Dabei sollten wir doch heute heiraten. Ach, alles ist ins Wasser gefallen. Nach unserer Traumhochzeit wollten wir doch die erlesene Suit im Hotel genießen. Wer zittert hier? Röchel. Er scheint dringend wohin zu müssen. Sehr dringend. Aufs Klo? Dann geh doch, hä? Wenn du musst, dann musst du, Mann. Dann geh doch. Warum geht der denn dann nicht? Hotel-Ehrling. Ist nicht himmlisch hier, selbst so reich und schön ist dieser Ort wirklich was ganz Besonderes. Schönen guten Tag, was darf denn sein, Herr? Übernachten, was kaufen, was kaufen? Was gibt's denn hier so Schönes? Okay, hier so ein paar Sachen. Superhammer, bewährtes Standardmodell, ja, nicht so gut. Wumphandschuh, doppelter Schlag, doppelte Out-Garantie. Okay. Handknarre, verfügt über große Durchschlagskraft. Nice. Und Heuchelhund, nur die Schale eines Kettenhunds. Die kaufen wir uns doch mal. Badam. Sonst die Handknarre und den Wumphandschuh. Eventuell auch. Happy Latzhose, Happy Hose, Happy Cape und Happy Panzer. Die alle Glück bringen. Ja, kosten aber viel, aber eigentlich ganz gut. Ah, Anmutsring. Über und über erfüllt von der Macht der Liebe. Die gibt aber gar keine Buffs. Was bringt der denn? Anmutsring, okay, keine Ahnung. Aber so viel Geld haben wir leider nicht. Ich muss mich jetzt entscheiden, was ich mache. Ich glaube, ich würde da lieber... Was ist das? 6, 4, 2? 6, 3, 6, 3, 6, 3. Warum ist die Happy Latzhose schlechter? Verstehe ich nicht so ganz. Ja doch, die Handknarre würde ich auf jeden Fall noch kaufen. Den Handschuh mache ich mal auch mal. Dann können wir jetzt zumindest unsere alten Waffen verkaufen. Hier, Boxhandschuh weg, Fingerknarre weg und die Zimbeln weg. Auch wenn die Zimbeln lustig waren. Naja, was soll's. Ach stimmt, die können wir jetzt auch noch kaufen. Na komm, machen wir. Wenn ich es jetzt doch noch kann. Aber nicht alle. Ja, die Happy Latzhose ist aber auch am schlechtesten, sehe ich hier. Tidding. So, verkaufen. Die Mega-Hose und das Mega-Cape. Jetzt habe ich doch genug Geld. Yay. Da. Seid ihr froh? Jetzt habe ich ja alle neuesten Sachen und alles. Pipapo. Yeah. Guten Tag, alles klar? Ja, geht so. Spiel macht Spaß, ne? Kann mich nicht beschweren. Hi. Schatzi, können wir nicht die Suit buchen? Bitte, bitte. Dieses Haus ist bekannt für erlesensten Service. Besonders in der Luxus-Suit ganz oben. Bloß etwas Kostspieliges ist hier. Das kann ich mir vorstellen. Und das bekannt ist weit und breit, dieses Hotel. Oh, Geheimschatz. Wir haben es geschafft. Für das Casino. In der Nähe finden. All das Suchen war so mühselig.
ist das Casino vielleicht nur ein Märchen? Ein Casino? Wo? Ich will gamblen. Ah, ein Groschen, einen Groschenfroschen. Den Froschengroschen wollen wir Froschengroschen. Hi. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, scheinbar gar nicht. Abgeschlossen. Vielleicht kommen wir da später mal wieder rein. Okay, bevor wir jetzt mit der Story weitermachen, würde ich sagen, dass wir ein bisschen backtracken. Ich denke, das klingt eigentlich ganz vernünftig. Yeah, let's go! Oh, look it! So, warte, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt links in der Stadt, ne? Ich glaube schon. Yes! Und hier können wir jetzt nochmal das Hügel-Minigame spielen, warum auch immer. Vielleicht kriegt man da einen Froschengroschen. Zum einen können wir zu Borsos Bergpass zurückgehen, denn dort finden wir ja jetzt auch nochmal. Was finden wir hier? Irgendwas Neues hat sich hier getan, das wurde uns gesagt. Außerdem können wir bei ihm. Ja. Haben Sie drei Froschgroschen? Dafür füge ich mit Freuden einem Fiebeleintrag der zugehörigen Monster den Gedanken hinzu. Ach, nur einen? Ah, schade, nur einen. Nee, dann mach ich's am Ende oder so. Versuche ich erstmal die anderen selber zu finden. Obwohl die anderen Zeit ja despawnen, ne? Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, wo ist das neue Gebiet, was gespawnt ist? Ich denke mal irgendwo hier unten, oder? Ja, ich sehe es auch schon. Hier, eine Höhle. Hi. Wow, wow. Oh, was zum... Borg. Aua. Der hätten mir jetzt ein KP abziehen müssen für... Das wäre lustig gewesen. Hä, wie bringt mich diese Höhle nach ganz oben? Seltsam. Aber okay, wir müssen aufpassen. Wir können nämlich auch runterfallen. Ah, Backe! Das ist ein Azubi. Ah, Backe, du bist der Mario, oder? Voll die Prominenz vor meiner Nase. Wenn ich dich besiege, dann werde ich ganz sicher zu Snifter Nummer 4 befördert. Das wäre mein Glückstag. Sorry, Azubi. Bam! Wir schmeißen einen Kettenhund. Wie cool. Hier, du darfst unseren Clown-Kutschen-Knaller ausprobieren. Angriff mit Feuer, Eis und Elektro, gekrönt von einem brillanten Bowser-Finale. Let's go! Die Clown-Kutsche! Die schießt mit! Ich will unbedingt besiegen! Tot. Das habe ich nicht analysiert. Ups. Oh nein! Nun muss ich sicher die komplette Ausbildung wieder von vorn beginnen. Oha, der kann einfach über alle Blöcke drüber rennen. Schätze! Sumpf-Smoothie. Ein Groschen. Und Blumen. Die nehme ich doch gerne mit. Okay, das war alles hier. Irgendwie habe ich die Laune verloren, alle zu analysieren. Aber ich werde es versuchen. Ja, ich werde es versuchen. Nur ist das jetzt ein bisschen schwierig. Aber gut, wir kriegen das hin. Was wir auch noch hinkriegen, ist im Borsos Turm den anderen Weg zu gehen und noch das andere Secret zu machen. Genau, zum einen screenshot ich mir das mal hier oben, die Reihenfolge von der, ne, die Reihenfolge, die wir brauchen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach links. Hier waren wir nämlich gar nicht. Ach, hier ist auch nichts. Oder was? Wow, und ich dachte die ganze Zeit, da wäre ein Weg. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ne, dann machen wir nur das eine. Achso, wenn ich schon mal hier bin. Dann können wir auch strikt mal die Analyse machen, ne? Warum auch nicht? So, mach erstmal. Den Robbom. Was denkt er sich? Mein TikTok ist das nichts. Da kann man genauso gut mit einem Rums abtreten. Oha. Die armen kleinen Robboms. Aua. Aua. Ein KP. Cool. Bams. Bams. Schon down. Kann ich mal scannen. Und einen Groschen bekommen. Und ein Level Plus für den Dino, der gar nicht mitgekämpft hat. Nein, das hat der gar nicht direkt jetzt ein bisschen KP. Weil der von allen eigentlich am meisten down geht, oder? Ich glaube schon. Okay. Wo war denn das? War hier, oder?
War das nicht direkt hier? Also hier war für das Mario Easter Egg. Bisschen höher noch. Was willst du denn hier? Verschwinde! Tot. Können wir nochmal das Yoshi-Minigame? Nee, aber 2 XP reichen, damit Mario Level Plus ist. Let's go! Bisschen mehr Magie. Damit er ein bisschen mehr Stärke ist mit seinen Sprüngen. Mit Supersprung alles und so. Genau. Boing. Okay, ich glaube, bisher haben wir alles. Jetzt fehlt mal, wie gesagt, nur noch das hier. Betrachte die Gemälde von Bosses innen in der richtigen Reihenfolge. Älteste zum jüngsten. Also so wie wir es vorhin gesehen haben. Okay, Moment. Okay, ich habe das Bild jetzt offen. Also als erstes kommt er hier. Ja. Dann er. B gegen Boston. Dann er. Und dann ist einfach der echte hinter. Danke für den Schlüssel. Ahnenschlüssel erhalten. Damit kann ich doch bestimmt jetzt hier rein, oder? Ja. Damit kommen wir hier rein. Und was finden wir hier so Schönes? Einen schlafenden Kettenhund? Hey! Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Beide blicken sich starr an. Was machst du da? Mario, ich muss doch sehr bitten, der Gute ist etwas schüchtern, sei so nett und sieh kurz weg, hm? Okay. So, kannst du wieder rumdrehen? Er sagte, dass er hier eingesperrt worden war, nachdem er Boss so angeknabbert hatte. Und deshalb... Deshalb möchte er uns aber helfen, den Laden hier gepflegt aufzumischen. Okay, Ketten unterhalten. Warte mal, ich habe doch gerade erst einen Kettenhund gekauft. Sag nicht. Ich bin ein Heuchelhund, nur die Schale des Kettenhunds. Kettenhund, schleudere ihn auf Gegner. Der macht ein Damage mehr. Wow. Ich habe Geld verschwendet. Uff. Aber so schlimm, wenn man den nicht hat, ist es auch nicht. Also es ist nicht so schlimm, wenn man den nicht hat, genauso rum. So, bitte sag mir, dass wenn ich nach ganz oben... Also wie komme ich jetzt einmal weg? Durch die Karte? Ja, durch die Karte soll ich hier am besten wegkommen. Okay. Leute, beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Super Mario RPG in Ehelingen und werden verhindern, dass die beiden heiraten hier oben. Denn das können wir doch überhaupt nicht zulassen, oder? Warte mal, hier ist auch noch ein Weg. Hab ich gerade erst gesehen. Wo führt der denn hin? Der führt uns zu... nix. Nö. Noch nicht.